So, hallo zusammen. Also Video 1, wie versprochen. Wir zerlegen jetzt hier diese S51, S53 Umbau. Hier vorne ist schon ein bisschen was zerlegt, also die kann man dann einfach schon mal abnehmen, die Teile. Also Lenkerarmatur ist nicht mehr allzu viel vorhanden. Demzufolge werden wir das auch dann einfach mal in die Kiste reinschmeißen und gucken, dass wir dann Stück für Stück uns vorarbeiten und das Ding nackig machen. Am besten ist, man schmeißt alles in die Kiste, dann hat man alles, was zu dem Moped mal dazugehört hat, auch wieder an Ort und Stelle und weiß, wo man das suchen kann. Für diese Brille, die ist irgendwie mit Gummi geklickt, habe ich jetzt erstmal mit WD-40 eingesprüht, um diese Nuppel hier zu entfernen. Die gehen relativ straff raus, aber mit ein bisschen Nachdruck kriegt man die schon gegessen. So, jetzt kommt er schon. Gut, okay. Dann sind hier noch diverse Anschlüsse. Die gucken wir, dass wir die mal abziehen. Wie gesagt, für mich ist es auch das erste Mal, dass ich ein solches Moped zerlege, weil gab es vorher noch nicht. Ich kenne den Typ auch jetzt noch nicht so und was hier mal verbaut wurde, wie man sieht, hier ist ziemlich viel gebastelt. Alles Mögliche, also wird man sich wahrscheinlich auch überlegen, einen neuen Kabelbaum zu verwenden oder beziehungsweise den wieder herzurichten, dass man den wieder normal verwenden kann. Also wie gesagt, alles abbauen. Das Teil muss ich auch mal gucken, wie das befestigt ist, weil hier unten gehört normalerweise das Zündschloss rein. Das ist jetzt hier über diese Halterung hier oben irgendwie angepasst. Keine Ahnung, das passt irgendwie alles nicht so richtig. Auf jeden Fall, Zündschloss kann man einfach rausschrauben. Die Halterung scheint mir nicht die originale zu sein, weil normalerweise gehört das irgendwie hier reingesteckt und über diese Schrauben hier verschraubt. Geht es dann halt mit dieser Armatur hier. Wir schrauben halt mal den Tacho ab. Also ich sehe schon, Tacho und Drehzahlmesser sind vertauscht. Normalerweise sitzt der Tacho hier, der Drehzahlmesser auf der Seite. Okay, schrauben wir mal alles raus. Ich gucke schon mal, also Unterlegscheibe ist hier keine verbaut. Sollte normalerweise original eine Unterlegscheibe mit enthalten sein, damit das die Tachowelle nicht gar so sehr unter Druck steht. Aber hier ist auch keine mit dabei, da werden wir dann später mal eine einsetzen. Schon fallen die ersten Bautenzüge runter, wunderbar. Dann gucken wir uns hier die Kabellage nochmal an. Okay, nehmen wir raus. Okay, man sieht schon, alles ein bisschen alt und marode. Das werden wir alles wieder richten und wieder in Neuzustand zurückversetzen. Gucken wir, dass wir die ganzen noch alle rauskriegen. Wunderbar. Die kommen alle. Und dann auch diese Kabelschuhe. Ah, hat sich schon verabschiedet. Und dann gucken wir nach dem nächsten. Ja, die sind alle marode. Das ist der einzige, der gekommen ist. Na wunderbar. Alles klar. Nächstes Teil weg. Ich glaube, können wir noch mal verwenden. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ein bisschen sauber gemacht. Hier vorne fehlt noch der Schieber. Ah, jetzt ist auch die Glühbirne rausgefallen. Hier muss er mal schnell auf. Das ist halt von diesem Steckkontakt. Den holen wir später noch raus. Genauso wie den hier auch. Wunderbar, also ab dafür in die Kiste. Müll kommt gleich in den Müll. So, dann sind wir da schon mal einzeln. Dann entfernen wir mal hier die Tachowelle. Dann haben wir den Kotflügel dann auch schon mal einzeln. Ja, aber wie gesagt, mal mit einer Schraube befestigt, wie ich sehe. Scheint nicht besonders stabil gewesen zu sein. Die war irgendwie da unten eingeschraubt an dieser Halterung. Das ist ja auch eine Scheinwerferhalterung. Ob die original ist, weiß ich jetzt gar nicht. Werden wir dann sehen im Zuge des Zerlegens. Okay, Kotflügel weg. Sind wir schon von vorne ein ganzes Stückchen weiter. Jetzt haben wir hier noch Bremsfadenzug. Raus damit. Das ist auch eine interessante Konstruktion, den einfach hier am Dämpfergummi festzumachen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber okay, raus damit, kann man unten noch trennen. Ich
Wie gesagt, der S53 hat noch eine andere Tachomitnehmer. Der ist am Vorderrad verbaut. Beim S51 ist ja, wie ihr das alle wisst, ist das auf dieser Seite verbaut. Hier direkt am Kettentrieb ist da ein Mitnehmer drin verbaut. Ja. Schauen wir uns mal Drehzahlmesserwelle und Tachowelle mal an. Wir sehen, die haben unterschiedliche Längen. Die Tachowelle ist länger und die Drehzahlmesserwelle ist etwas kürzer. Man sieht auch hier an der Schraubenform, sind halt unterschiedliche Bautypen verbaut. Vom Gewinde her sollten sie gleich sein, aber okay. Nehmen wir auch mal mit auf Rolle und sehen zu, dass wir das in der Kiste verstauen, damit wir es wiederfinden. Über die Längen bin ich mit einem Endaufbau noch nicht ganz schlüssig, je nachdem wie ich das mache. Könnte ich auch mir vorstellen, dass ich zwei Tachowellen bzw. eine Endurowelle nehme, damit ich ein bisschen mehr Spiel kriege, damit ich ein bisschen längere Wellen habe, damit es einfach besser funktioniert. So, hier haben wir noch die letzte Blinkerarmatur. Die sieht auch ziemlich rottig aus. Die werden wir wahrscheinlich dann neu lackieren. Und dann wird das auch alles schick werden. Gut, gehen wir mal nach hinten weiter. Guckst du mal hier rüber. So, Sitzbank abbauen. Ich habe schon die Schrauben gefunden. Das ist eine Schraube hier unten drin und eine Schraube auf der Seite unten drin. Dann kannst du die Sitzbank entnehmen. Ist halt ein Riesenblech. Da gehört auch ein neuer Bezug drauf. Und wie man sieht, das gehört auch alles mal entrostet, eventuell neu gepulvert. Und dann wird dann auch eine schicke Sitzbank draus. Stellen wir mal auch zur Seite. Der Tank ist halt normalerweise gummigelagert hier drin. Muss auch gummigelagert sein, weil ansonsten reißt euch hier diese Halterung weg. Und das ist echt dämlich, wenn die wegreißt, dann kannst du den Tank nämlich wegschmeißen. Also hier aufpassen, dass ihr hier eine Gummilager drin habt. Beim S51 ist das geschraubt mit einer Gummilagerung unten, einer Gummilagerung oben. Damit der Tank auch wirklich flexibel sitzt und die Vibrationen nicht direkt immer auf den Tank gehen, auf den Hohlkörper. Gut. Auch runternehmen. Nächstes Gummilager ist hier vorne. Ist auch schon relativ zerschlissen. Wird auch ein neues geben. Wenn man sich das mal anhört, hier drinnen rasselt es wirklich gewaltig. Also es wird ein Spaß, den zu entrosten. Gibt es viele Tutorials darüber. Die meisten machen es mit einer Handvoll oder mehreren Händen voll Split, den sie dann in den Tank reinschmeißen. Dann alles zukleben und dann für ein paar Stunden in den Mischer in verschiedenen Positionen, damit der Split innen erstmal den groben Rost entfernt, alles was Flugrost ist, was lose ist, und später dann halt mit Domestos und Wassermischung elektrochemisch entrosten. Das werde ich alles mal probieren und wenn wir mal gucken, wie das funktioniert. Ansonsten kommt ein neuer Tank her. Werden wir dann sehen. Schöne an dem Tank ist halt, er ist beulenfrei. Er hat halt nichts, also Lack ist zwar dürftig, aber wie gesagt, wenn wir den runterschleifen, neu grundieren, wird ein schickes Teil wieder draus. Hauptsache ist, er ist dicht. Innen kann man noch schön sehen, die Originalfarbe war mal Silber. Hier hat es auch schon ein bisschen was geblüht. Huiuiui, ich glaube wohl, der Tank ist wohl hin, wenn ich mir das anschaue. Weil das, was da hier unten ausgeblüht hat, wird wahrscheinlich nicht mehr ganz dicht sein. Ja, wie gesagt, wir gucken uns das mal an, wie er aussieht, ob er leckt oder ob er noch dicht ist. Werden wir sehen. Ansonsten Vermutung, neuer Tank. So, legen wir den mal beiseite. Ich sehe schon, es wird saudreckig heute. So, was haben wir noch? Also, Seitendeckel. Der ist mit Schloss, Schlüssel habe ich, der ist geschraubt. Hier hinten die ganzen Halterungen, also das muss ich sehen, wie ich das auseinanderbaue. Schätzungsweise muss ich hier diesen Griff erstmal hinten abschrauben, damit ich hier rankomme. Also man sieht, der ist am Obergurt seitlich geschraubt mit jeweils zwei Schrauben. Man hat hier auch einen Zugang dazu. Ja, mal sehen, wie das hinhaut, ob wir den zerlegen können. Ja, also machen wir einfach jetzt mal vorn weiter mit ein bisschen Werkzeug. Dann gucken wir, dass wir
mal die Hupe abziehen. Hier sehe ich schon, das schwarz-gelbe Kabel an der Hupe ist schon ab. Und das andere wehrt sich etwas. So, haben wir schon mal die Hupe einzeln. Dann gucken wir mal. Hier haben wir auch noch einen schönen Stecker. Na gut. Ah, hier ist übrigens der Gummipuffer vom Tank. Sieht ungefähr so aus, ist halt wirklich sehr zerschlissen. Aber im Endeffekt für das Profil vom Tank. Und so ein Teil müsstet ihr euch bestellen oder beziehungsweise irgendwas basteln, damit ihr da den Tank mit der Gummiaufnahme wieder festmachen könnt. Die Sitzbank sitzt dann hier so drüber und fixiert den Tank im Rahmen drin. Und damit ist das Ganze fixiert. So sitzt es drin. Und das Profil ist am Tank auch hier schön sichtbar. Also hier diese Wellenform ist im Gummi eingeprägt und damit passt es dann. So, schauen wir mal weiter. Zum Tank kann ich vielleicht noch sagen, also wenn der wirklich ein Loch hat, kann ich eventuell versuchen, den mit Zinn zu verschließen. Das ist noch eine Restaurationsmöglichkeit, die immer offen steht, weil Zinn ist eigentlich so ein relativ guter Verschluss, der auch dann nicht mehr rostet. So, gucken wir mal zum Kabelbaum. Machen wir den hier mal weg. So, Stecker. Kodiert. Wunderbar. Schon haben wir das nächste Teil entfernt. Vorn aushaken aus dem Gummi. Der Gummi ist recht straff. Aber den kann man auch noch mal auseinanderklicken. So. Das ist der Gummi. Den kann man halt wirklich so einhaken. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass es so verbaut ist. Also die Mopeds, die ich kenne, die haben eine Halterung an der Seite. Ähnlich der hier und die sind hier fixiert, damit vorne dieser Lampenkasten gehalten wird. Aber okay, ne? Nehmen wir die Dinge auch mal weg. Schauen, ob wir die dann verwenden. So, also Schaltarmatur haben wir jetzt schon mal weg. Für Blinker, Auf- und Ablicht, Blendlicht und Hupe. Fernlicht oder beziehungsweise Lichthupe ist hier nicht mehr belegt. Das war bei den späteren Modellen der S51 war das so. Da hat man die einfach nicht mehr verwendet. So, Blinker. Okay, Blinker rechts, Blinker links. Trennen wir auch. Ich habe mir übrigens solche Steckkontakte mal besorgt. Eine ganze Kiste aus China. Die gehen hervorragend. Sollen angeblich wasserdicht sein, was ich jetzt zwar bezweifle, aber verwenden kann man die auf jeden Fall, um sich halt schöne Steckkontakte zu machen. So, die beiden Gummis weg. Das war übrigens der Schockbautenzug, der dann halt noch im Weg umgeht. So, erster Blinker. Zweiter Blinker. Dann holen wir uns mal einen Schraubendreher und schrauben das mal ab. Gucken mal, dass wir den hier sogar doppelt geschraubt. Ja, zumindest lösen sich die Schrauben. Für die Schrauben empfiehlt sich einfach eine Kiste, wo man die dann halt mal reinschmeißt, damit man die später auch wieder alle wiederfindet. Ich nehme mal die Kiste hier. Wunderbar. Teil 1, der Blinker ist auch noch recht okay, wurden weißer verbaut, allerdings sehe ich schon hier mit Klebeband das Plastik vorn festgeklebt, also wird es da auch neue geben. Vielleicht baue ich das auch gleich um auf LED, weil LED-Blinker gefallen mir persönlich besser, brauchen wenig Strom und geht auch nichts kaputt, also weder Glühbirne noch sonst irgendwas drin, was da kaputt gehen kann. Wenn sie wirklich mal kaputt gehen, dann halt wirklich über so einen Stecker, lassen die sich auch relativ leicht austauschen. Und dann sollte es alles gut sein. So. Und dann haben wir hier vorne schon relativ klar Schiff gemacht.
Wer auch immer das alles zusammengeschraubt hat. Keine Ahnung. So, zwei Stück ist. Das ist der Kupplungsbeutelzug. Der kann noch mit weg. So, wie gesagt. Hier ist der Schockbodenzug. Hi Männers! Hallo! Was baut er denn? Wir nehmen gerade ein Video auf, weil wir bauen jetzt gerade hier die S51, S53 auseinander. Oh Gott, hört man mich jetzt? Ja, dich hört man jetzt. Gut, wunderbar. Haben wir vorne schon mal einen großen Teil nackig gekriegt. Die Bodenzüge, schauen wir, dass wir die da noch auseinandernehmen. Das Zündschloss würde ich erstmal so am Bautenzug dran lassen, oder nicht am Bautenzug, am Kabelbaum dran lassen. Und würde das so einfach dann in die Kiste packen, wenn man das alles so ein bisschen entwirrt hat. Das da mal hier so war. Wunderbar. Und dann wird das vorne immer nackiger, das Teil. So, schrauben wir den Lenker runter. Schrauben sind zumindest locker alle. Ist nicht allzu viel. Da kommt er schon. Was halt auffällt, die Halterungen sehen hier ein bisschen anders aus. Ich kenne die etwas größer und gerade oben. Und hier sieht das halt ein bisschen schlanker alles aus. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Armatur hier oben drüber sitzt und da nicht so viel Platz war, damit man das gut verbauen konnte. Also immer die Paarweisen zusammenhalten. Wie man sieht, die Schrauben sind auch relativ verrostet. Naja, wird wahrscheinlich dann ein Set mit Edelstahlschrauben dann montiert werden später. So, nächste raus. Und dann kommt auch schon das Blech mit dieser Halterung. Keine Ahnung, von welchem Typ das mal war. Irgendwie, oder ob das Custom ist, aber sieht eigentlich aus wie geprägt und richtig ausgefräst. Naja, ab in die Kiste, werden wir dann später sehen, wie wir es zusammenbauen. So, Lenker ist frei. Halterung tun wir uns auch weg. Ich habe jetzt schon mal zwischenzeitlich mal am Tank nachgesehen und den mal mit der Drahtbürste entrostet an den zwei Blasen, die wir hatten. Und wie man hier schön sehen kann, der ist durch. Hier ist er durchgerostet. Sind zwar recht kleine Löcher, also ich werde es vielleicht doch nochmal probieren, die komplett zu entrosten, aber ich habe jetzt keine große Hoffnung, dass wir mit dem Tank noch weitergehen können. Weil wenn ich hier oben unten das Loch verzinne, ringsrum ist nicht mehr allzu viel Material. Können wir nachgucken mit dem kleinen Schraubenzieher, wie stabil die ganze Geschichte noch ist. Und was da hier wohl. Sieht eigentlich noch recht gut aus. Da ist nicht allzu viel. Also scheint stabil zu sein. Ja, wie gesagt, probieren wir mal aus. Ist von Spaß. Und mal gucken, ob wir das Ding eventuell noch retten können. Wie gesagt, die meisten haben alle Beulen. Von den Baujahren ist halt alles schon ein bisschen verlebt. Aber okay, werden wir schon irgendwie sehen. Gut, wunderbar. Das ist der Gummi, der kommt noch in die Kiste rein. So, Bremsbodenzug aushängen. Simpel gemacht. Aufheben, je nachdem wie er dann aussieht, ob er sich noch ölen lässt oder verrostet ist innen, werden wir dann mal hinterher mal sehen, ob ich den überhaupt noch mal verwende oder ob ich einfach gleich einen hochwertigen einbaue. Ist eine komplett Restauration und soll ja eigentlich alles wieder schick werden. Ab dafür in die Kiste. So, Bautenzüge frei, Kupplungsbautenzug. Hängen wir auch gleich noch aus. Das ist ein bisschen verbaut hier bei dem Typ. Durch diese
Halterung kommt man ganz schlecht an den Kram ran. Also. Wunderbar. Kupplungsbautenzug sieht dem Bremsbautenzug sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist halt, dass am Bremsbautenzug hier unten der Pinnuckel so aussieht und nicht noch mit einem Lager versehen ist. Kommt auch alles in eine, die Kiste. Gut. Was man hier vorne schön an der Telegarde sehen kann, es ist irgendwie eine längere verbaut, weil diese Muffen sind einfach ziemlich weit unten und ich muss mal gucken, was da überhaupt verbaut wurde, weil die gehören auf jeden Fall ausgetauscht. So wie die aussehen, sind die halt nicht unbedingt zufriedenstellend verrostet und das kriege ich auf jeden Fall nicht so restauriert, wie ich mir das vorstelle. Demzufolge werden wir das einfach austauschen und gegen was Neues ersetzen. Die Höhe hat mir eigentlich relativ gut gefallen, also man sieht unten am Ständer, dass das ein Hochaufbau war. Ich muss da unten auf jeden Fall einen Ständer verwenden, der einen höheren Fuß hat. Da gibt es welche, die haben 2 cm, 3 cm oder 4 cm. Und damit steht das Ding wieder sicher auf dem Bock und wird alles wieder funktionieren. Ja gut, das war's fürs Erste. Und dann, wie gesagt, nächstes Video folgt demnächst. Und dann seid ihr natürlich auch wieder herzlich eingeladen, mir zu folgen beim Zerlegen. Danke und ciao!